Ja, es ist der zweite Advent, es ist Nikolaustag. Aktuell ist auch so, dass in Pforzheim Ausgangssperre ist und ich habe mich gefragt, ist heute ein Tag, an dem man einen Witz erzählen muss in der derzeitigen Situation, das Wetter ist schlecht und so. Und ich habe mir echt dazu durchgerungen, heute mal keinen Witz zu erzählen, sondern zwei. Aber es wird vielleicht ein bisschen eine längere Videobotschaft mit Witz, weil es geht mir genauso wie euch. Bei mir war eine mega beschissene Woche, ich will es einfach so sagen. Geschäft war extrem schwierig, sonst kam noch einiges zusammen, Wetter war nicht gut. Aber ich gebe euch einen wertvollen Tipp. Ich habe es entdeckt, wiederentdeckt. Was mich unglaublich abgeholt hat, ist Stenkelfeld. Vor 11 Jahren, glaube ich, vom NDR2 ins Leben gerufen. Und deutsche Comedy kann so unglaublich viel. Überhaupt, wenn man mal drauf achtet, schaut euch mal an oder hört euch mal an bei YouTube. Stenkelfeld, christliche Weihnacht. Erstens mal, wie facettenreich und unglaublich tief die deutsche Sprache geht. Da kommen Begrifflichkeiten vor, da bist du. Das räumt ihr ab, überhaupt der Schluss. Und ich habe einen neuen Held. Bernward, der Schlechter. Jetzt aber. Heute jetzt wieder böse, ist mir gerade egal. Feuerfrei. Ein Sonntagskracher, zwei Sonntagskracher vom Olli. Der Arzt tritt ans Bett vom Bernward und sagt: Herr, jetzt muss ich überlegen, wie heißt der Bernward mit Nachname? Der Bernward ist eine alte Begrifflichkeit. Schreibt mir, was der Bernward für einen Nachname hat. Okay, der tritt ans Bett und sagt: Bernward, tut mir leid, ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht für dich. Dann sagt er: Ja, Doc, was ist denn die erste schlechte? Dann sagt er: Bei der OP muss der mal beide Beine abnehmen. Dann sagt er: Oh. Und was ist dann die Gute? Da sagt er: Der Mann im Bett nebendran hat Interesse an deinen Schuhen. Ich weiß, er ist so böse. Der Mann im Bett nebendran hat Interesse an deinen Schuhen. Und jetzt Nummer zwei. Das sind nur Nachwehen von dem Bauernthema, das ich da mal ins Leben gerufen habe. Der Bauer und sein Magd laufen auch hin am Kartoffelernter her und lesen so die restliche Kartoffel auf. Und dann guckt er ihr unter den Rock und sagt plötzlich: Sag mal, Sabine, hast du keinen Schlüpfer? Dann dreht sie sich rum und sagt: Sag mal, Bauer, glaubst du, ich will die ganze Mucke im Gesicht haben? Glaub ich, ich will die ganze Mucke im Gesicht haben. Und da ja viele Fans außerhalb von Baden, Baden-Württemberg, Schwaben und angrenzende Ländereien, hätte ich jetzt weiter gesagt, haben, Mucke sind Fliege oder Mücken oder Stechmücken. Ich will ja nicht die ganze Mucke im Gesicht haben. Ja, ich kann es euch nur ans Herz legen. NDR2 hat mal dieses Stenkelfeld ins Leben gerufen. Da gibt es legendär natürlich Silvester und Weihnachten. Aber schaut euch und hört euch mal christliche Weihnachten an. Hin raus das Ende. Mir hat es so komplett wegbeamt. Aber nicht nur einmal, sondern ich glaube 10-mal. Meine Freundin hat gesagt, ich saß am Tisch, wir sind Tränen runtergelaufen. Da hat sie gesagt: Schon allein dir zuzusehen, wie du lachst, das holt einen auch
ab. Das ist's einfach. An der Stelle, Schatz, ich liebe dich über alles. Du bist das Beste, was mir passieren konnte. Und dafür bin ich dankbar. Und Dankbarkeit ist ein ganz, ganz elementares Thema. Außer natürlich, oder was genauso wichtig ist, Thema Gesundheit. Und deshalb, bleibe gesund, passet auf euch auf. Ihr wisst ja, ich sage es immer, gesund bleiben, niemals den Humor verlieren, sonst wird es bitter, bitter ernst. Genauso ist es, so war es. Und so wird es immer sein. Und ich fahre jetzt mal zum Bäcker und dann bin ich heute der Erste.